Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Stoneheart. Und wir haben die Jungs noch vor der Tür stehen, wir können nichts machen. Ein Hardling ist uns ja leider in der letzten Folge mal wieder weggestorben. Ja, müssen wir halt gucken, dass wir das jetzt hier irgendwie hinkriegen, dass die da verschwinden. Und dann denke ich mal, dass wir uns über kurz oder lang auf jeden Fall mal versuchen werden, hier oben die Mauer ein bisschen weiter nach oben wegzuziehen, dass wir ein bisschen weiter weg von den Monstern kommen in unserem Dörfchen. Abgesehen davon brauchen wir den Platz eh. Ja, erstes mal mein Running Gag mal wieder. Was habe ich vergessen? Die Stoppuhr habe ich mal wieder vergessen. Machen wir aber eben. So. Brauche ich aber Stoneheart gar nicht, weil wir von Tag zu Tag spielen. Egal. Okay, wunderbar. Ja, hier wird munter gepflanzt. Das mit dem Futter, das wird wahrscheinlich für die nächste Folge noch nicht reichen. Die dort oben, die kommen natürlich auch nicht in die Pötte, weil das auch ziemlich groß ist, was ich dort ausgeschnitten habe. Also kann mir diese Folge gar nicht viel machen. Das sehen wir ja noch. Ich kann das aber auch irgendwie nicht wegmachen, da. Bergbau einstellen. Ah, das können wir einstellen. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich cool. Das habe ich noch gar nicht bemerkt. Okay, wunderbar. Dann haben wir das schon mal weg. Die Farmer sind dort in Gänge. Gucken wir hier nochmal rein. Die beiden, die lassen wir hier. Als... Ja, wäre natürlich der Alex, wäre natürlich optimal, wenn wir den als Farmer noch hätten. Aber wir lassen es erstmal so. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir das mit der Nahrung hinbekommen. Das heißt, wir werden hier auch mal die Bärensträucher hier abfarmen. Und ja, ansonsten... Zack, mehr. Haha, du das neue Kind in dem großen Red-Territorium. Das bedeutet weniger neues Kind neben deinem Mittagessen. Lunch-Metapher, du machst für uns sonst ein schöner Kathedralen und Steintische. Also müssen wir nochmal zwei Steintische machen, das ist ja kein Problem, wir wollen ja unseren Steinmetz sowieso so ein bisschen leveln. Machst du davon nochmal zwei Stück. Und die Hämmer, die werden wir mal einstellen, Hämmer haben unsere Freunde ja schon. Also machst du hier erstmal zwei Steintische, dann können wir die Goblins so ein bisschen befriedigen. Dann kommen die uns auch nicht blöd. Und dann hoffen wir mal, dass die da unten langsam verschwinden. Jetzt haben wir natürlich auch wieder nur... vier Soldaten. Die Bogenschützen wollten wir auf jeden Fall mal machen. Da fehlt uns aber der Lederballen für, den wir brauchen. Was hast du denn hier für eine Geschwindigkeit um 20 erhöht? Naja, auf jeden Fall erstmal die Bären da rausholen. Lassen wir den Goblin mal Goblin sein. Befriedige. Georg Ralf ist gestorben. Das ist schon wieder... Ah, da kriegen wir nachher Vasen, okay. Vielleicht kommt ja ein Händler und hat mal Lederballen dabei. Wir können ja gerade nochmal gucken, was der Bogen hier an Material kostet. Dass wir das mal auf dem Zettel haben. Einen Lederballen brauchen wir. Holz haben wir definitiv genug. Ist natürlich die Frage, wie das hier mit dem Gebäude ausschaut. Ob das mal irgendwann weitergebaut wird. Ne, fehlt immer noch Steinbrocken. Drei Stück. Holzschild fehlt noch. Eindringlinge nähern sich, hoffentlich... Ach nö, nö, du blödes... Du Arschloch, wo läufst du hin? Ja, da gehst du natürlich plündern. Du Idiot, ey. Oh, Leute. Jetzt kann ich den natürlich auch nicht beeinflussen. Doch, ich kann jetzt über die R-Taste kann ich den wieder zurückholen. Das war's dann aber auch schon. Hätte ich den Bergbau mal nicht eingestellt, ey. Aber da kommt er noch locker dran vorbei. Oh, ey, das geht gar nicht. Machen wir hier den Schnitt mal raus. Oh, so ein Idiot, ey. Alex, was soll aus dir nun mal werden, wenn du groß bist? Können wir gerade mal hier beim Schreiner. Ein Händler nähert sich eurer Stadt. 10 große Kisten wieder haben. Machen wir. Jetzt läuft er natürlich wieder zurück. Jetzt müssen wir ihn rausholen.
Und jetzt müssen wir wieder mit unseren Soldaten aufpassen, dass die nicht uns dahin rennen und ein paar Laber machen. Das heißt, ihr kommt hier rüber bitte und verteidigt da. Alles andere ist mir egal. Wo ist der dritte Soldat? Wo ist der vierte Soldat? Da, nach ganz da hinten geht ihr. Nur kein Palaver da mit denen anfangen. Das macht keinen Sinn. Aber wir lassen hier auch keinen rausrennen. Das ist eine ganz einfache Nummer. Wir werden hier das Haus. Kathedralbogenstuhl müssen wir haben. Zeig mal her hier. Das heißt, da werden wir auch nochmal ein paar von herstellen. Das ist der hier. Dann machen wir einfach mal... Nee, so schon mal gar nicht. Machen wir einfach mal 5 Stück von. Und ein Holzschild machen wir. Wieso ist jetzt das hier aufgelöst worden? Na komm. Läuft ja keiner raus. Wir beobachten das Ganze natürlich hier noch ein bisschen. Die sollen da hinten stehen bleiben. Das ist mir jetzt mal so relativ egal. Auf jeden Fall wird hier... Oh, jetzt haben wir hier ein Goblin-Dorf. Ist auch eher suboptimal, würde ich sagen. Dass die aber auch gleich immer mit 5 da auftauchen, ey. Das ist wirklich Hard-Modus, was wir hier spielen. Oh, es wird weitergebaut. Nein, wird nicht. So. Da haben wir dekorative Vasen. Was steht da? Die Metalle der Erde neu geboren. Okay. Das ist schön für euch, für die Metalle der Erde. So, jetzt sind wir in der Nacht. Die werden erstmal eingelagert. Das sollt ihr mal machen. Ich dachte, der hier wird jetzt schon weitergebaut, aber Steine fehlen uns noch welche, Holzschilder sind auch gleich fertig. Dann hoffe ich mal, dass das hier bald durchgeht. Der ist auf dem Weg nach da hinten, ja, richtig. Irgendwann müssen die ja wieder verschwinden. Das Goblin-Dorf, das greifen wir definitiv noch nicht an. Weil ich glaube, die haben nämlich einen Bogen-Goblin. Zeig mal her hier. Was ist denn das? Ein Schaf? Das kenne ich ja noch gar nicht. Ah, ich spiele das Spiel zwar schon eine ganze Ecke, aber... Alex, du sollst dort nicht rumlaufen, du Idiot. Du Depp. So, wenn die Musik weg ist, dann sind die Viechers auch erstmal weg. Die wärmen sich dort am Feuer. Geht erstmal Steine holen. Alles andere ist mir egal. Was haben wir denn noch jetzt hier in der Umgebung? Eigentlich nichts mehr. Nur die... Da kommt jetzt noch ein Goblin. Oder... Nee. Was bist du denn für einer? Was machst du denn da jetzt? Sag mal, so langsam geht ihr mir auf die Nerven damit eurer Wegrennerei. Und die nehmen ja gar keine Notiz von dem. Bleibt schön am Feuer stehen, Freunde. Wie kriegen wir die weg? Wir können die auch nicht einzeln angreifen, weil das sind da sind einfach auch zu stark, ne? Wie lösen wir das Problem? Kann ich hier irgendwie diese Plünder-Scheiße da einstellen, dass es ausgeht? Ne, natürlich nicht. Naja, dann müssen wir das hier mal... Für die Goblins, zeig mal her. Ne, Steintische haben wir noch nicht. So, hol rein das Zeug. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Wir probieren es einfach. Wir können sie ja immer noch zurückholen. Ich mache hier schon mal vorsichtshalber diesen da.
Vielleicht können wir sie einzeln da irgendwie so raustanken oder so. Ich weiß nicht. Die sind ja alle vier auch zusammen. Also da mache ich mir eigentlich... Ne, jetzt sind sie weg. Wunderbar. 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 Arschlöcher. Naja, egal. Okay. Dann haben wir das jetzt soweit. Dann können wir die jetzt in Ruhe arbeiten lassen. Ist der Steinmetz hier in Gänge? Zeig mal her. Oder, ja. Der ist in Bearbeitung. Beim Herstellen. Dann können wir die Goblins da auch gleich beruhigen. Und jetzt kam noch irgendein Tipp wieder. Was da irgendwie war. Irgendwas mit Job. Ach, den, genau, den können wir hier wegmachen. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Ich guck gerade mal nochmal in den Kommentaren, die ich da bekommen habe. Ob ich das jetzt hier auf dem Handy nochmal abrufen kann, ist jetzt natürlich nochmal wieder eine andere Frage. Aber ich denke ja, Kommentare, mal gucken. Zeig mir, was hatte der Wiese da geschrieben? Das ist ja der, der den Deutschmann macht. Hey ho, kleiner Tipp, wenn du den Job von den Soldaten deaktivierst, greifen sie nicht dauernd an und sind im defensiven Modus. Kurz, sie kämpfen nur, wenn sie direkt angegriffen werden. Alternativ, der Schmied kann eine abschließbare Tür machen. Ich schau mal, ob ich das demnächst, ich muss mal, demnächst mit einer Mod auf alle Türen übertrage. Eine abschließbare Tür. Der Schreiner kann das. Heißt die auch abschließbare Tür? Das ist jetzt natürlich die Frage. Zeig mal hier. Das Holztür, Holztür, verstärkte Holztür. Das wird dann wahrscheinlich die hier sein. Denke ich zumindest. Können wir den jetzt... Nee, immer noch, wir haben immer noch keinen Lederballen. Okay, wir kommen jetzt aber auf jeden Fall gleich in den Bereich, dass wir hoffentlich einen neuen Hardling bekommen. Wobei das mit der Nahrung... Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus mit der Nahrung. Da ist ja noch ganz, ganz viel dazugekommen wieder. Ja, das läuft bei uns, würde ich sagen. Langsam. Also den kleinen Rückschlag hier oben, den vergessen wir einfach mal. Wo läufst du jetzt hin? Wo läufst du hin? Wo du gehen? Wo gehst du hin? Holter, ah, hallo? Hallo? Wo läufst du hin? Ich muss hier unbedingt aufräumen. Ah, der holt den Ballen da. Okay. Haben wir eigentlich schon den Schneider hier fertig? Zeig mir hier. Was brauchst du eigentlich für Material, damit du so einen Lederballen herstellen kannst? Oh, wunderbar. Erfordert eine platzierbare Lederbank. Tikis Update ist da. Jawoll, der 13. Hardling ist endlich da. Den akzeptieren wir natürlich. Dann gucken wir mal, wen wir da bekommen. Das ist Sarah Brightwell. Und zeig mal deine Attribute. 3, 4 und 3. Wunderbar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin von mir wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Und für alle anderen, ja, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.